Hi, na, bist du bereit für ein Rätsel? Na, was bin ich? Kommst du drauf? Kopf, Zwiebel? Ich zeig dir eine kleine Fimo-Zwiebel. Für deine Fimo-Zwiebel, für das Innere, verwende ich Fimo Weiß Classic. Dazu eine Mischung aus Fimo Classic und Fimo Effekt Transparent Weiß im Verhältnis 1:1 für die Zwiebelringe. Außerdem für die Schale einen schönen Auberginenton. Den mixe ich mir aus Rot, Lila und Schwarz. Für die äußere Schale und für den Schaleneffekt zum Schluss im Verhältnis 1:1 Auberginen. Und dazu das Fimo Effekt Transparent Weiß, nur ein kleines bisschen. Außerdem für die Zwiebelhaare Fimo Schokolade Braun, etwas Kreide, ein Bürstchen, Messer und die Pastamaschine. Zunächst brauchst du die Pastamaschine. Das Fimo Gemisch aus Weiß und Effekt kommt bei Stufe 1 durch die Maschine. Anschließend für die Haut wähle ich die Stufe 9, das ist die ganz kleinste auf der Pastamaschine und lasse auch hier die Fäden einmal durch. Für die Mitte der kleinen Zwiebel verwende ich jetzt das Fimo Weiß und rolle es auf 2 cm aus. Darum kommt die Mischung aus Fimo Effekt und dem Classic Weiß. Dabei schneide ich zuerst mal die Ränder ab. So hast du dann eine glatte Kante und kannst das Ganze schön an deine Cane anlegen. Am besten 2 Bahnen. Und schneide dir auch die Enden ab, damit dein Fimo eine gerade Bahn hat. So, bevor du mit dem Umwickeln anfängst, mit dem Weiß, brauchst du erst eine Schicht Auberginen. Dazu nimm dir die auf Stufe 9 durch die Pastamaschine getrennte Wurst und leg dein Weiß an gerader Schnittkante an und rollst dann einmal rundherum. Nicht zu weit wickeln. Und dann schön bündig wieder abschneiden. Schauen, dass er auch komplett abschließt, also kein Loch dazwischen ist. Kanten, die stören, abschneiden. Kommt jetzt dann einmal die Mischung. So, meine Cane ist fertig und damit siehst du nochmal das dunkle Weiß, außenrum die einzelnen Schichten. Ich habe jetzt 4 Stück rundherum gelegt, so 4-5 ist eine gute Mischung, du kannst aber auch jederzeit gerne mehr machen. Und dann die letzte Schicht ist Auberginen, auch hier wieder schön die Kanten abdecken, dass die Zwiebel komplett zu ist und dann darfst du deine Cane reduzieren. Gleichmäßig mit den Fingern entweder rollen wie eine Wurst oder du kannst auch mit beiden Händen deine Wurst so langsam drehen, wie es dir am besten gefällt. Und verwundert dich nicht, die Mitte zieht es meistens so leicht nach innen und die Ränder schiebt es leicht nach außen, deswegen hast du an den Seiten immer ein bisschen Verschnitt. Hast du deine Cane ausgerollt, kannst du jetzt entscheiden, was du damit machen willst. Entweder Zwiebelscheiben oder eine ganze Zwiebel. Ich möchte dir gern eine ganze Zwiebel zeigen. Dazu schneide ich erstmal einen Teil ab. Das hier ist Verwertung und nicht besonders hübsch, eben wegen dem Ende. Damit deine Zwiebel schön rund wird, nimm ungefähr Länge mal Breite gleich lang. Danach
formst du deine Zwiebel. Geh einfach her und zieh die äußere Auberginenschicht langsam zur Mitte und das auf beiden Seiten. So verschließt du die Zwiebel komplett, bis du eine kleine Kugel hast. Ein Ende rund mit so leichter Naht und die andere Seite zieh nach oben für den Stiel deiner Zwiebel. So, meine Zwiebel habe ich jetzt fertig geformt und unten mache ich mir ganz kleine Barthaare hin. Dafür ist das Schokobraun, das Schokolade. Ganz klein, fimodünn ausgerollt und ein paar Härchen hin. Zum Abschluss kommt die Zwiebelhaut. Das ist das Fimo-Effekt Transluzent Weiß und das gemischt mit Auberginen. Kommen jetzt kleine dünne Bahnen auf die Zwiebel. Was zu viel ist, wird einfach abgerissen. Hast du das Fimo dünn aufgetragen, also wirklich hauchdünn, ich habe es mit dem Finger ausgebreitet und jetzt aufgelegt, komplett rundherum. Wenn ein bisschen Stellen zu sehen sind, jetzt von dem dunkleren Auberginen, kein Thema. Und dann nimmst du dir das kleine Drahtbürstchen und maserierst oder ziehst ein kleines Muster in deine Zwiebelhaut. Dadurch hat es so kleine Grüppchen und die Kreide setzt sich jetzt dann fest. Einmal komplett rundherum kannst du jetzt mit den Fingern nach und nach ein paar bisschen lila und ein bisschen pink auftragen, so im Wechsel, bis deine Zwiebel eine leichte Musterung kriegt. Wenn es dir dann gefällt und deine Zwiebel fertig ist, dann setz sie vor dich hin und drück sie leicht am Boden fest. Danach nimmst du dein Fimo-Messer und schneidest sie an. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Hat es dir gefallen? Dann gib mir einen Daumen hoch. Ansonsten schreib mir doch einen Kommentar. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine schöne Bastelzeit. Möchtest du gerne mehr sehen? Dann schau dir die Videos hier neben mir an. Bis zum nächsten Mal. Deine Froni.